Ja, hallo, ich grüße und ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich glaube, es ist dein erster Besuch auf dem Circus, ist das richtig? Richtig, im letzten Jahr bin ich nicht dabei gewesen, da muss ich sagen, da bin ich Opa geworden, das war mir natürlich wichtiger. Okay, das mag man dir dann verzeihen. Robert, du bist auch einer, ich sag mal, der alten Garde, jemand, der schon wirklich Jahrzehnte Musiker im Genre der EM ist, so ist ja die Fachbezeichnung oder so schimpft sich das Ganze, ja. Gehörst du in die Riege mit Großkopf, Schulze und Konsorten, sage ich jetzt mal. Also jemand, der schon ganz lange dabei ist. Aber du bist umtriebig wie eh und je und machst regelmäßig weiter in Produktionen und Kollaboration mit verschiedenen Personen. Aktuell kann man jetzt von dir berichten, dass du ein neues Album auf den Markt gebracht hast. Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was erzählen. Ja, mein aktuelles Album heißt 30 Years After. Der Name sagt schon, ich habe dieses Jahr 30-jähriges Bestehen, Jubiläum. Habe also 1979 mit Harmonic Essendon begonnen. War damals für mich natürlich ein wesentlicher Schritt. Produziert war das Album damals von Klaus Schulze. Und seitdem bin ich natürlich frisch dran und produziere und veröffentliche jedes Jahr eine CD. Dann habe ich nebenbei dann auch noch Double Fantasy vor ein paar Jahren geschaffen. In den 80er Jahren war das, aber vor ein paar Jahren wieder neu aufgenommen. Ja, und ich produziere eigentlich mehr, als ich veröffentliche. Ich bin also Vollblutmusiker und hänge jede Nacht in meinem Studio und mache dann irgendwas. Und 30 Years After, meine neue CD, ist jetzt ein Rückblick einerseits in die alten Traditionen unserer Musik aus den 70er Jahren, auch soundmäßig, und eine Verbindung eben zu den heutigen Techniken mit modernen neuen Sounds und neuen Rhythmen. Ist ja immer die Frage, was macht man musikalisch? Man will sich weiterentwickeln, man will aber auch die alten Sounds nicht missen, denn die Analog-Sounds aus den 70ern, die hängen uns alle im Herzen und die habe ich heute genauso gerne und auch benutzt und darum finde ich das neue Album eine gute Mischung aus alten und neuen Zeiten. Du bist ja auch einer der wenigen, die es geschafft haben, sich so ein bisschen von der Stilistik her auch so ein bisschen von dieser, ich nenne es mal Berliner Schule, zu entfernen, so einen eigenen Stil zu finden. Gitarre spielt da auch eine Rolle, du bist auch Gitarrist logischerweise oder vielleicht sogar mehr Gitarrist als Keyboarder. Nein, umgekehrt, nein. Umgekehrt, naja, gut, okay. Also man sieht dich zumindest auch sehr häufig mit Gitarre auf der Bühne und du schaffst es irgendwie trotzdem immer, auch heute noch, so einen eigenständigen Stil immer wieder auf deine Produktion zu packen, wo man genau Schröder raushört. Ist das eine ganz wichtige Rolle, dass du sagst, es muss immer Schröder auch klingen? Eigentlich nein, das resultiert von ganz alleine. Ich habe wahrscheinlich meinen eigenen Stil. Jeder liebt seine bestimmten Harmonien oder bestimmte Tonfolgen oder bestimmte Ereignisse in der Musik. Und ich bin im Prinzip mein ganzes Leben lang auf der Suche nach einem Ziel, was ich bis heute nicht gefunden habe. Ja, man sucht ständig. Teilweise wird man leider auch beeinflusst von den Zuhörern, die sagen, wir wollen lieber 70er Jahre Analogmusik hören. Und ich als Musiker bin doch immer bestrebt nach modernen Sachen. Manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen mit Gesang probieren, ein bisschen tanzbar machen, vielleicht auch Hintergedanken, dass man es kommerziell mal schaffen möchte. Ich befinde mich also ewig im Zwang oder in einer Zerreißprobe. Was will ich eigentlich, wo will ich hin? Ja. Mir ist aufgefallen, dass du auch in den letzten Jahren so ein bisschen den Nachwuchs gefördert hast, also nicht nur auf deine eigene Thematik guckst, du hast also auch zum Beispiel mit dem Björn Jeppesen Sachen zusammen gemacht, du hast einen sogenannten MySpace-Sampler gemacht, wo du kreative Köpfe von MySpace sozusagen degradiert hast, eine Produktion zu machen. Wie wichtig war dir das im Grunde genommen? Das ist mir eigentlich sehr wichtig, weil wenn ich Angebote, Demos bekomme von unbekannten Nachwuchskünstlern und ich erkenne da drin eine Substanz, die mir sagt, da muss man was draus machen, dann fühle ich mich fast gezwungen, dies zu fördern. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich selbst damals von Klaus Schulze gefördert wurde und dem Nachwuchs muss man da eine Chance geben, weil der Nachwuchs musikalisch gut vielleicht ist, aber leider nicht die Connections zum Business hat. Und da versuche ich dann die Brücke zu schlagen. Man hat ja nach 30 Jahren im Musikbusiness so seine Kontakte und da unterstützt man halt die Musiker mit. Und das macht auch große Freude. Ich hoffe natürlich auch, dass der Markt diese neuen Künstler aufnimmt. Wir haben ja schon viele Künstler, aber wir werden älter und der Nachwuchs muss hinterherkommen und darum fördere ich auch gerne, ja. Ja, jetzt hast du einen Labelpartner, nämlich den Lammert Ringlage, alias.
Eric Music. Da kann man manchmal so ein bisschen erstmal stutzen, weil Lambert ist jetzt, sagen wir es mal so, unter uns nicht der Größte, aber hat sehr viele gute Künstler im Programm. Vielleicht neben dir noch zu nennen, vielleicht Erik Seifert ist ein Name und es gibt auch noch eine Menge andere. Warum hast du gerade Lambert als Partner ausgesucht? Ganz besonders, weil Lambert ehrlich ist, seriös und ehrlich ist. Ich habe sehr viel Erfahrungen in der Vergangenheit mit größeren Plattenfirmen gemacht. Die haben zwar mehr verkauft an Stückzahlen, weil sie eine größere Vertriebsstruktur hatten, aber beim Künstler letzten Endes angekommen ist dann doch sehr wenig. Und Lambert hat etwas Menschliches, was ich sehr schätze. Er ist umgänglich, er ist ehrlich und er setzt sich vor allen Dingen sehr ein für die Produkte, die er aufnimmt in den Vertrieb. Und ich finde, das ist eine gesunde Zusammenarbeit, eine gesunde Basis und ich werde die nächsten Jahre wohl noch mit Lambert zusammen verbringen. Kann ich nur bestätigen, ich kenne Lambert auch sehr gut und ich denke mal, da hast du ein gutes Plätzchen auch auf Dauer gefunden. Jetzt bleibt abschließend ja noch zu fragen, was kommt denn jetzt nach den 30 Jahren? Wirst du dich zur Ruhe setzen? Wirst du das Opa-Sein genießen? Oder hast du noch Ambitionen, auch vielleicht im nächsten Jahr was live zu machen? Was steht dann bei dir? Live hätte ich ganz gerne in diesem Jahr schon gespielt, anlässlich des 30-jährigen Bestehens. Bisher hat sich da noch keine größere Möglichkeit ergeben. Aber was Musik angeht, ich produziere derzeit 3-4 verschiedene CDs parallel mit meiner eigenen Musik. Eine wird heißen New Frequencies. Der Name sagt bereits, dass man da ganz neue Töne hören kann. Ich denke, die wird auch in diesem Jahr, Ende des Jahres, noch bei Lambert auf Spheric Music veröffentlicht. Und ich versuche auch Nachwuchskünstler noch zu fördern. Zum Beispiel Stefan Fürst, der im Moment in meiner Mache ist, der wird im nächsten Frühjahr veröffentlicht werden. Und ich selbst habe noch genug Ideen, um Musik für die nächsten Jahre zu produzieren. Also zur Ruhe setzen werde ich mich nie. Und das hatte ich auch gehofft, dass diese Antwort kommen wird. Dann bleibt mir und den Zuhörern und Zuschauern nur zu wünschen, dass er möglichst noch viel und ausführlich von dir hören. Ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Projekte. Natürlich auch für die Familie, weil das schien mir sehr auch wichtig zu sein. Und ich hoffe, dass wir dich bald live wieder zu Gesicht bekommen. Dankeschön. Ja, danke auch so.